Herzlich willkommen im Puma-Käfig. Ja, heute geht es wieder um Teenager und um Pubertät und um ein Problemchen, meiner Meinung nach heute. Es geht um Klamotten, es geht im Speziellen um Jogginghosen. Das wollen die Teenager auf einmal vermehrt tragen, mit Jogginghosen in die Schule gehen, sogar zur Abiturprüfung, habe ich gehört, und vielleicht auch später zur Hochzeit. Aber dann sagte ein Teenager zu mir, eine maßgeschneiderte schwarze Jogginghose natürlich, klar. So muss das sein. Ihr seht, ich nehme das Thema so ein bisschen locker. Das sollte man es auch, denn ehrlich gesagt, in unserer Generation war das noch viel, viel krasser. Da gab es Punks, Mettler, Raver, Hip-Hopper, da hat man sich definiert über Kleidung. Und grundsätzlich ist es auch nochmal so, dass Teenagers immer ein Stück weit rebellieren wollen in der Pubertät, natürlich sich abnabeln wollen, und das geht mit Klamotten sehr gut. Das ist letztlich die Pubertät, das ist Abnabelung, das ist mutig sein, das ist auch mal andere Wege gehen. Und da passiert es halt, dass sie ja Sommerklamotten im Winter tragen wollen, Winterklamotten im Sommer, Jogginghosen halt auch sehr gerne tragen. Das kontrollieren meistens die Schulen auch so ein bisschen mit, die verbieten das dann, und dann ist man da eh raus aus der Sache. Aber ein Teenager muss sich abnabeln, der muss die eigenen Wege gehen, und das war schon immer auch so mit Klamotten möglich, und so ein bisschen ihre Persönlichkeit zu finden, ihre Persönlichkeit kennenzulernen, eventuell, wie gesagt, zu sagen nach einer Zeit, nee, das ist doch nicht so meins, das war ja furchtbar. Die ändern das auch schnell wieder, da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Also mein Tipp zum Thema Jogginghosen, relaxed, entspannt. Wenn ich wollte und könnte, würde ich auch öfters mit den Dingern rumlaufen. Teenager können es noch, lasst ihnen die Möglichkeit, lasst sie ruhig machen. Sie werden im Zweifel nach dem Heimer denken, boah, sieht das scheiße aus. Dieses Thema Jogginghose ist ein Problemchen, würde ich sagen. Wir beschäftigen uns aber auch in der Tat mit Problemen und suchen Antworten auf viele Fragen in der Pubertät. Und die gibt es alle in diesen Videos. Das sind die zu finden, diese Antworten. Deshalb schaut sie euch gerne an. Ich würde mich freuen. Ja, bis bald, euer Matthias.